ist schlimmer als Pingen. Juckreiz ist viel schlimmer als Schmerzen. Da sind sie wieder, die lästigen Mücken und damit die Mückenstiche, die uns teilweise die ganze Nacht nicht schlafen lassen. Aber das muss nicht sein. Weißt du überhaupt, wie das kommt? Eine Mücke sticht und gibt Eiweiße ab, die unter deine Haut injiziert werden und das führt zu dem Juckreiz. Und da gibt's eine ganz tolle, schnelle Methode, nämlich Hitze. Hitze zerstört die Eiweiße und damit kommt der Juckreiz gar nicht erst auf. Ich habe das jetzt schon die letzten 2 Jahre ausprobiert. Es gibt da so einen ganz tollen Stift, der entsprechend 10 oder 20 Sekunden über 45 Grad heiß auf deiner Haut wird und damit werden diese Eiweiße zerstört und der Juckreiz ist wirklich sofort weg. Alternativ kannst du natürlich eine heiße Münze nehmen und drauflegen oder auch einen heißen Löffel. Aber wo hat man das schon, wenn man unterwegs ist oder wenn man im Urlaub ist? Und deshalb kann ich diesen Superstift, den es überall zu kaufen gibt, nur empfehlen. Andere Möglichkeiten gibt es natürlich in der Natur. Zimmerpflanzen, Aloe Vera, die helfen auch sehr, sehr gut. Wenn du das Aloe Vera Gel auf den Mückenstich aufträgst, dann hilft es auch, den Juckreiz wegzubekommen. Außerdem auch der Spitzwegerich, den man am Wegesrand findet. Und unsere Urgroßeltern wussten schon, dass man eine Zwiebel aufschneiden kann und der Zwiebelsaft den Juckreiz wegmacht. Solltest du allerdings sehr empfindlich auf Mückenstiche reagieren und hyperallergisch dann auch drauf reagieren, also eine dicke Rötung bekommen, die nicht weggeht oder eben auch entsprechende Symptome wie Fieberschübe, dann ist es sicherlich sinnvoll, den Arzt aufzusuchen. In dem Fall helfen Salben, Antihistaminika, eventuell auch mit einer geringen Menge Cortison. Also du bist jetzt gerüstet, egal wo du bist, ob im Urlaub oder in der Eifel zu Hause. Ich sende herzlich Grüße an euch und hoffe, dass ihr von den lästigen Biestern nicht attackiert werdet. Macht es gut, habt eine schöne Woche, bis bald.